Die Entscheidung ist soeben durch. Die Europäische Zentralbank hat entschieden über den aktuellen Leitzins und die Märkte sind überrascht. Was das alles vor dem Hintergrund der aktuellen Pleitewelle im Bankensektor in den USA und vielleicht auch bald in Europa bedeutet und wie die EZB konkret entschieden hat, beziehungsweise was das für Auswirkungen auf unsere Ersparnisse hat, das alles schauen wir uns im jetzigen Video an. Mein Name ist Dominik Kettner. Lassen Sie uns direkt loslegen, denn es geht wie immer heiß zur Sache. Nachdem in der vergangenen Woche gleich mehrere US-Banken ganze 3 pleite gegangen sind, hat das dann auch wiederum dafür gesorgt, dass nun die Credit Suisse, eine der größten, einst der größten Schweizer Banken, ein Rekordtief im Aktienkurs verzeichnen musste. Die Credit Suisse geriet gestern in Schräglage und hatte zeitweise -30% Rückgang in der Aktie, wie Sie in diesem Video auch sehen können. Und wie die Credit Default Swaps zeigten, haben auch sehr viele Anleger darauf gesetzt, dass es zum Kreditausfall kommt und die Bank wirklich pleite geht. Auch bei der Deutschen Bank haben wir, wie Sie hier sehen können, einen Rückgang gehabt von fast 9%. Bei der Commerzbank am Montag waren es -13% und bei der First Republic Bank am Montag sogar -75%, was zeigte, dass in den USA interveniert werden musste. Man musste in den USA bei 20 Banken den Handel aussetzen, kurzfristig den Börsenhandel. Ansonsten wäre es dort auch vorbei gewesen. Die große Sorge vor einer Bankenkrise und davor, dass das Geld und das Guthaben auf den Bankkonten nicht sicher ist, ist momentan das, was die Anleger beschäftigt. Aus diesem Grund habe ich am kommenden Mittwoch um 19 Uhr, also am 22. März, einen kostenlosen Live-Workshop online ins Leben gerufen, an dem wir 5000 Teilnehmern die Möglichkeit geben, dort von mir Schritt für Schritt zu erfahren, wie sie sich vor diesem Totalverlust, aber auch drohenden Vermögensenteignungen schützen. Ich möchte dort ganz konkret auf die aktuelle Lage eingehen und Ihnen vor allem Schritt für Schritt zeigen, wie Sie sich mit Gold und Silber sicher aufstellen. Unter dem Video finden Sie den Anmeldelink. Sichern Sie sich einen der letzten Plätze. Die Anmeldezahl ist limitiert. Wir werden die Anmeldeseite beenden in dem Moment, wo wir die 5000 Teilnehmer voll haben. Ich freue mich also riesig auf jeden einzelnen von Ihnen. Nun aber zu der Leitzinsentscheidung, denn die Finanzwelt saß Fingernägel-Count nun vor den Bildschirmen und hat darauf geschaut, was Christine Lagarde mit ihrer Europäischen Zentralbank nun also entscheiden wird, vor allem im Hinblick auf die aktuelle Bankenkrise, denn eine Veränderung kann schwerwiegende Folgen nicht nur für die Banken oder unser Geldsystem, sondern vor allem auch für ihre Ersparnisse haben. Denn eine Zinserhöhung oder eine starke Zinserhöhung würde vor allem dafür sorgen, dass das Finanzsystem weiter destabilisiert ist, denn es würde immer teurer für die mittelständischen und die kleinen Unternehmen Kredite aufzunehmen. Die Großunternehmen könnten dies unter Umständen noch stemmen, aber wir sehen auch schon bei den Bauzinsen, dass es immer weniger Privatleute schaffen, derzeit ein Haus oder ein Eigenheim zu finanzieren, was ebenfalls langfristige Folgen auch für die demografische Entwicklung hat. Wir sehen es auch an den wackelnden Zombiefirmen, die eben von dem günstigen Geld abhängig waren bei der Nullzinspolitik und die nun ihre Konsequenzen sehen, wo die Zinsen ansteigen und nach aussterben werden. Denn Pick und Kloppenburg, allen voran, hat wieder für Schlagzeilen gesorgt, ist nun insolvent. 6000 Mitarbeiter, die nun ja vor der Herausforderung stehen, sich einen neuen Job suchen zu müssen, wenn es keinen Rettungsschirm oder keinen Aufkäufer gibt. Auch Karstadt insolvent und Galeria Kaufhof, 52 Filialen mussten dort geschlossen werden, hat aktuell noch 77 Filialen, aber es sieht dort auch nicht sehr, sehr positiv aus. Also die Konsequenz, dass die Zinsen steigen, war genau das, dass diese Zombie-Unternehmen, wie man sie nennt, die abhängig vom günstigen Geld waren, nun nach und nach fallen. Wir sehen also auch im Januar und im Februar steigende Insolvenzzahlen. Doch nun die konkrete Zinsentscheidung, auf die sie schon die ganze Zeit hinfiebern. Die EZB hat nun also entschieden, man möchte etwas tun, was die Märkte überrascht. Der Leitzins wurde um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Derselbe Schritt wie beim letzten Mal. Erwartet wurden 0,25 Prozentpunkte in 2 weiteren Schritten, also in diesem und in einem letzten Schritt. Und genau hier schauen die Märkte jetzt nun ganz genau hin, denn wenn man in der aktuellen Bankenkrise die Zinsen schneller anhebt, sorgt dies auch dafür, dass es deutlich teurer wird für die Wirtschaft, sich Kredite zu beschaffen. Etwas, was der gesamten Wirtschaft im Mittelstand und im unteren kleinen Betriebssektor enorm wehtut. Gleichwohl reichen die 0,5 Prozentpunkte Anhebung nicht, um die Inflation zu bekämpfen. Die Inflation, die die Menschen immer noch auf 55-Jahres-Hoch spüren, mit aktuell 9% negativen Realzinsen. Der negative Realzins ist das, was für die Gold- und Silberanleger besonders wichtig ist, denn negativer Realzins ist nichts anderes als Zinsen minus Inflation gerechnet. Das, was ihre Ersparnisse also jeden Tag weiter schmilzen lässt und was den deutschen Sparguthaben besonders wehtut, denn wir Deutschen haben 3
Billionen, also 3.000 Milliarden Sparguthaben auf den Bankkonten liegen. Und daran kann sich natürlich der Staat durch die Inflation und auch die EZB durch die Inflation bereichern. Denn man nimmt es den Menschen und sie spüren es gar nicht, weil die Kaufkraft nach und nach dadurch ausgehöhlt wird. Wir befinden uns also nun auf einem höheren Zinsniveau. Die Inflation lässt sich dennoch nicht eindämmen, maximal in einem sehr kleinen Umfang. Wir haben ja gesehen, dass von Dezember auf Januar selbst die Inflation trotz der höheren Leitzinsen gestiegen ist und auch im Februar hat sich wacker gehalten. Das zeigt also, dass wir mit weit über 8% offizieller Inflation immer noch in einem sehr roten Bereich sind. Wenn wir uns mal die wirkliche Inflation anschauen, dann bewegen wir uns wahrscheinlich eher um die 15-20%. Das ist also das, was Sie jeden Tag in Ihrem eigenen Geldbeutel spüren. Um aber die Inflation zu bekämpfen, müsste die EZB tatsächlich ihren Leitzins über die Inflation oder mindestens auf die Inflation erhöhen. Das wird man nicht tun können, weil es dann reihenweise Zombie-Unternehmen umwerfen würde. Wir hätten eine Pleitewelle, wir hätten Tausende und Millionen Arbeitslose und wir würden vor allem dafür sorgen, dass auch die Bankenpleiten angeheizt werden. Das ist natürlich was, was die EZB nicht machen kann, wenn sie nicht im Schilde führt, die digitale Zentralbankwährung über Nacht einzuführen. Etwas, was wir alle nicht absehen können, wann dieser Tag kommt. Aber auch die Anleger spekulieren bereits jetzt mit dieser Entscheidung in den nächsten Jahren. Lassen Sie uns im folgenden Teil bitte also einmal annehmen, dass die Bankenkrise nicht, und hier sind wir jetzt mal optimistisch, aus den USA nach Europa überschwappt. Dann wären die Konsequenzen folgende. Die Fed ist momentan ohnehin mit dem Rücken zur Wand und wird aller Voraussicht nach in der nächsten Woche die Leitzinserhöhungen verlangsamen oder gar auf null reduzieren, um der Bankenwelt zu suggerieren, wir stehen hinter euch, wir möchten nicht, dass ihr scharenweise umfallt, denn die Zentralbanken tun ja jetzt schon eines, man druckt 25 Milliarden, um die Banken zu retten und man hat ein sogenanntes Kreditprogramm namens BTFP auferlegt, ein Kreditprogramm, in dem man unbegrenzt Kredite gegen die Sicherheiten aufnehmen kann als Bank. Man suggeriert der Bank also das deutliche Signal, egal was ihr tut, wir werden euch bis zum letzten Tag retten. Denn die Fed hat in der nächsten Woche am 22. März ihren eigenen Zinsentscheid und hier wird von ausgegangen, dass nur noch leichte Zinserhöhungen um 0,25 Prozentpunkte oder vielleicht auch gar nicht vonstatten gehen. Erwartet wurde eigentlich 0,5 Prozentpunkte, also ein aggressiverer Kurs. Das ist das, was die Fed auch verlauten ließ. Man wollte sogar auf 6% Leitzins hochgehen. Ich denke, jeder von uns weiß, dass dies nun realistisch nicht mehr umsetzbar ist. Zumindest nicht, ohne die amerikanische Bankenwelt in die Pleitewelle rutschen zu lassen. Vergleichen wir einmal die US-Leitzinsen mit den Leitzinsen in Europa. Dann sehen wir, dass hier ein Spread, also ein Abstand von 1,5 Prozentpunkten derzeit ist, in dem die US-Leitzinsen höher als die Euro-Leitzinsen sind. Für den Euro bedeutet dies konkret, dass der Euro gegenüber den US-Dollar erst einmal aufwerten würde. Also es wäre wieder ein Schnaps günstiger, als Europäer in den USA Urlaub zu machen, um es mal auf einfache Weise auszudrücken oder vielleicht auch aus den USA Produkte zu importieren, wenn wir auch im letzten Jahr hier eine Negativrallye gesehen haben und der Euro quasi die Inflation aus den USA importiert hat, weil die USA schneller mit ihren Zinsanhebungen waren. Wenn also die Fed die Leitzinserhöhung wie in meiner Erwartung verlangsamt, führt dies vor allem zu einem, die Inflation im Euroraum dürfte dadurch etwas gedämpft werden und ein aufwertender Euro würde vor allem dafür sorgen, dass ausländische Investoren auch wieder vermehrt im Euroraum investieren würden, wenn dies auch nur ein kleiner Anteil ist. Auch etwas weniger Kapitalflucht wäre an dieser Stelle zu erwarten, wo ich auch sagen muss, dass sich die politische Situation auf der anderen Seite für mich immer schneller verschlechtert, was das Ganze hier auch wieder wettmachen könnte. Was wären also die langfristigen Folgen? Zum einen müssten wir mit einer Zombifizierung der gesamten Wirtschaft rechnen, denn würde es dafür sorgen, dass wir noch mehr Inflation sehen und wieder billiges Geld bekommen, dann wäre die Party einfach nur verlängert. Also man würde quasi dem Drogenabhängigen den nächsten Schuss verpassen, so lange, bis er irgendwann tot umfällt. Hier ein sehr harter Vergleich für unser System, aber tatsächlich befinden wir uns in diesem Stadium unseres Geldsystems und zugegeben, niemand hätte erwartet, dass es sich derart lange zieht. 2008 sah es schon mal so aus, als würden die Lichter ausgehen. Seither haben die Zentralbanken immer mehr und mehr Geld gedruckt. Gerade in den letzten 3 Jahren der Corona-Pandemie hat zum Beispiel die Europäische Zentralbank ihre Bilanzsumme verdoppelt, aber auch die Federal Reserve, die ja nun die Druckerpressen erneut anwirft, um den Banken zu suggerieren, wir retten euch, koste es, was es wolle. Die EZB und die Fed werden also erstmal weiter Geld in die Märkte pumpen. Das neu aufgelegte Kreditprogramm hat dann vor allem die Folge, dass in den USA zum einen die erneut anspringende Inflation, wenn die Banken viele Kredite über diese BTFP
Peace in Anspruch nehmen, erzeugen würde. Aber zum anderen würde es auch bedeuten, als zweite Gefahr, dass die Banken nun wissen, dass im Ernstfall gerettet werden. Das heißt, man macht also in Zukunft noch mehr riskante Geschäfte. Prinzip Moral Hazard. Und das ist ja das, warum auch nach 2008 kein Ende mit den Zockereien war, sondern warum diese Zockereien immer und immer größer wurden. Man hat also die Garantie seitens der Zentralbanken, dass man machen kann, was man möchte. Man wird nicht abgestraft, maximal das ein oder andere Bauernopfer. Die Fed schafft also vor allem mit ihrer Entscheidung, wenn sie die Zinsen langsamer erhöht, den Nährboden für eine weitere Finanzkrise. Die Fed schrieb dazu in einer Pressemitteilung, die Federal Reserve ist darauf vorbereitet, eventuell auftretende Liquiditätsdruck anzugehen, was ganz klar suggeriert, dass man in jedem Fall die Druckerpressen anwirft. Man möchte sich nicht die Blöße geben, dass der Bankensektor stirbt. Die Fed kündigt also an, im Ernstfall die Geldschleusen wieder zu öffnen, sollte es zu weiteren Ausfällen kommen. Und genauso würde sich auch die Europäische Zentralbank verhalten. Das haben wir bereits bei den Zinserhöhungen gesehen und vor allem auch beim Verhalten von Christine Lagarde. Wenn man in die USA schaut, was Jerome Powell als Fed-Chef dort macht, dann spickt man immer so ein bisschen ab. Und genau das ist das, was wir derzeit erleben. Wir haben uns in Europa immer mehr an den Amerikanern orientiert und die Risikopolitik in die eigenen Banken und in die eigene Wirtschaft geholt. Und dafür werden wir nun alle büßen. Ich erwarte zum einen in Zukunft weitere stark steigende Inflation aufgrund der geschilderten Ereignisse. Ich erwarte eine weitere Zombifizierung der Wirtschaft. Es wird also erstmal nicht am Ende sein, sollten die Banken einigermaßen stabil stehen und der Staat weiterhin einspringen können und die Zentralbank, um diese Banken zu retten. Das geht alles einher mit einer ultralockeren Geldpolitik und genau das, was ich eingangs diesen Jahres schon mehrfach in meinen Videos gesagt habe, wir werden Stagflation sehen, also stagnierende Wirtschaft und vor allem steigende Inflation, etwas, was für die Anleger sehr toxisch ist. In diesem Zeitalter macht es also absolut Sinn, und ausnahmslos in Sachwerte zu investieren. Die Gewinner waren also die Rohstoffe wie Gold, Silber und andere Sachwerte, unter anderem auch Öl. Und die Verlierer in den 70er Jahren der Stagflation waren leider Aktien. Nur eine von 10 Aktien hat in diesen 10 Jahren positiv performt, genau wie die Immobilien, die eben von Wachstumsmärkten profitieren. Aus diesem Grund möchte ich Sie noch einmal herzlich darauf aufmerksam machen, dass wir an dieser Stelle zeigen, wie die Lösung aussehen kann. Schauen Sie gerne in diesem Video vorbei. Ich freue mich vor allem auch, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Vergessen Sie nicht, sich zum entsprechenden Live-Event am Mittwoch, dem 22. März um 19 Uhr zu registrieren. Unter dem Video nochmal der Link. Wir sind raus. Ihr Dominik Hettner. Bis zum nächsten Video.